polnische Wortsein, das ich heute nutze. Meine Damen und Herren Exzellenzen, sehr geehrte Freunde von Robert Koch, insbesondere Herr Bürgermeister Lies, ich möchte mich sehr herzlich bedanken, auch im Namen meiner Familie, die mich heute zumindest partiell begleitet. Und ich möchte Ihnen in meinem Vortrage ganz kurz einen Einblick geben, wie wir das Robert-Koch-Institut in die Zukunft transformieren möchten. Denn das ist das Thema der heutigen Konferenz. Powitać pana burmistrza, członków mojej rodziny, wszystkie istotne osoby. W trakcie dzisiejszej konferencji będę mówił o tym, w jaki sposób zmienia się Instytut Kocha. Das Robert Koch Institut, das wissen Sie alle, denke ich, sehr, sehr gut, ist vor 126 Jahren gegründet worden. Im letzten Jahr hatten wir das 125-jährige Jubiläum. Und es gibt in der Geschichte einige Phasen. Eine ganz wichtige Phase ist das Jahr 1994, einen Zeiger habe ich glaube ich nicht, ne? 1994, denn in diesem Jahr wurde das Robert-Koch-Institut umgestaltet und da kam zu den Infektionskrankheiten, die ja das Kerngeschäft von Robert Koch waren, kam auch die Betrachtung der nicht übertragbaren Krankheiten dazu. Seit 1994 ist das Robert-Koch-Institut transformiert worden von einem infektionsmedizinischen Institut zu einem Public Health Institut. Szanowni Państwo, Instytut został powołany do życia 126 lat temu. Początkowo był to Instytut zajmujący się wyłącznie chorobami infekcyjnymi. W roku 1948 nastąpił wielki przełom, przełom organizacyjny. Instytut zaczął badać również choroby nieinfekcyjne. Natomiast w roku 1994, co jest wydarzeniem kluczowym, zmienił się w niezależny Instytut Zdrowia Publicznego, który swoje badania poświęca zarówno chorobom zakaźnym, jak i niezakaźnym. Zurzeit hat das Robert-Koch-Institut vier Standorte. Natürlich das Mutterhaus, das unter der Leitung von Robert Koch gebaut wurde, 1900 fertiggestellt. Ein Campus, der etwa 500 Meter fußläufig davon ist. Hier sehen Sie einen Neubau, der ein Sicherheitslabor der höchsten Sicherheitsstufe beinhaltet. Und wir haben ein Institut in Berlin, das sich mit nicht übertragbaren Krankheiten befasst, sowie eine Außenstelle in Wernigerode, in der die eben von Frau Hermani angesprochenen antibakteriellen Resistenzen sehr intensiv beforscht werden. Na slajdach mogą zobaczyć Państwo cztery siedziby Instytutu. W górnym lewym drogu widzą Państwo najstarszy budynek, budynek kochowski. W górnym prawym rogu mogą Państwo zobaczyć nowoczesne budynki z nowoczesnymi laboratoriami. Budynek z tyłu, wykonany z czerwonego budulca, stanowi siedzibę najważniejszych laboratoriów. W budynkach poniżej mieszczą się instytucje, instytuty badające również choroby niezakaźne. Natomiast na zdjęciu w dolnym prawym rogu widzą Państwo wydział zamiejscowy zajmujący się bakteriologią oraz badaniami nad antybiotykoopornością. Das Robert-Koch-Institut hat sechs wesentliche Aufgaben, die ich hier nur ganz kurz zusammenfassen möchte. Es gibt ein Motto, erkennen, bewerten, handeln. Das heißt, wir sind das nationale Public Health Institut, das viele Daten erfasst, auswertet und sich daraus Empfehlungen ableitet. Erkennen, bewerten, wir befassen uns mit der Sichtbarmachung von vielen Krankheiten. Nicht nur Infektionskrankheiten, sondern auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, die großen Volkskrankheiten. Wir befassen uns mit Trends. Wir analysieren, wie sich diese Krankheiten entwickeln. Das ist nötig, denn wenn wir Interventionen entwickeln, können wir die Erfolge der Intervention nur messen, wenn wir sie mit standardisierten Methoden analysieren. Wir haben einen umfangreichen Forschungskatalog. Wir machen sehr viel Laborforschung mit genmanipulierten Bakterien zum Beispiel. Selbstverständlich führen wir auch Tierversuche durch. Und ein wichtiger Faktor ist dann, die Daten in die Öffentlichkeit zu transformieren. Das heißt, wir müssen kommunizieren. Wir kommunizieren an Fachöffentlichkeit, das heißt an die Ärzteschaft. Das ist ein Bereich, den wir deutlich stärken müssen in der Zukunft. Natürlich publizieren wir unsere Daten, wie alle Wissenschaftler, in internationalen Journalen. Und das ist die Besonderheit unseres Instituts.
Wir sind zugehörig zum Bundesministerium für Gesundheit. Das heißt, wir beraten die Politik und den öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland. Co jest istotne, nasz instytut kieruje się trzema hasłami: rozpoznać, ocenić i działać. Instytut zatrudnia ponad 1200 pracowników. Jeżeli chodzi o ocenę i rozpoznanie, Instytut zajmuje się prewalencją chorób, zarówno zakaźnych, jak i pozazakaźnych, oraz ich epidemiologią. W przypadku epidemiologii istotną kwestią jest badanie trendów, tak, aby rozpoznać pojawiające i rozwijające się zjawiska, a następnie wprowadzić postępowanie zestandaryzowane. Równie istotne, proszę Państwa, jest badanie. Jak Państwo widzą na przeźroczu, Instytut funkcjonuje w kooperacji z narodowymi i międzynarodowymi partnerami i przerabia olbrzymie ilości danych. Następnym ważnym punktem działalności jest komunikacja i kooperacja, także komunikacja danych i wypadkowych badań do ogólnej publiczności. Równie ważna jest komunikacja naukowa. Jak Państwo widzą, co roku Instytut wydaje, albo pracownicy Instytutu wydają ponad 500 recenzowanych artykułów. Wreszcie Instytut pełni funkcję doradczą i ściśle współpracuje z Ministerstwem Zdrowia niemieckim. Ganz kurz noch ein paar Worte zur Infrastruktur. Es gibt in der Infektionsmedizin Erreger mit verschiedenen Gefährlichkeitsgraden. Die höchste Stufe sind Labore der Sicherheitsstufe 4, zum Beispiel das Ebola-Virus wäre ein solcher Erreger. Und das zeigt Ihnen, dass wir eine sehr moderne Laborinfrastruktur haben, die wir in den letzten zwei Jahren massiv ausgebaut haben und dass wir verschiedene Methoden immer weiterentwickeln, weil wir in den Biowissenschaften nur auf hohem Niveau forschen. Wir müssen auf hohem Niveau forschen, weil wir sonst auch die Politikberatung nicht fachlich fundiert durchführen können. Co jest istotne, Instytut posiada cztery wielkie laboratoria, które są laboratoriami podejmującymi problem bezpieczeństwa. Ich numeracja od 1 do 4 oznacza poszczególne stopnie bezpieczeństwa, czy niebezpieczeństwa związanymi z daną chorobą. Jak Państwo widzą, w laboratoriach podejmuje się bardzo różne formy badania i różne metody badawcze. Jest to istotne dlatego, że dane pozyskiwane w tych laboratoriach następnie przechodzą do wiedzy władz wykonawczych niemieckich. Das hier war für unser Institut sicher ein besonderes Highlight. Im 26. Februar 2015 wurde das Hochsicherheitslabor eingeweiht. Das ist dieser Kubus hier. Das ist Deutschlands größtes BSL-4-Labor, das Labor der Sicherheitsstufe 4. Und aus diesem Anlass hat uns eine Ihnen vielleicht nicht unbekannte Dame besucht, Frau Merkel. Und mein Vorgänger, Professor Burger, hatte die Freude, ihr das Labor zu zeigen, samt meinem Dienstchef. Das ist Herr Gröhe, der Bundesminister für Gesundheit. Und Sie sehen, dass in diesen Laboren mit Unterdruckanzügen gearbeitet wird, aus Sicherheitsgründen. Auf diesem Bild selbstverständlich befanden sich keine Viren im Raum, sondern das war noch ein Rohbau. Szanowni Państwo, kilka lat temu otworzono nowe laboratorium, laboratorium numer 4, podejmujące badania nad najbardziej groźnymi zarazkami. To jest ten czerwony budynek z tyłu. Poniżej widzą Państwo zdjęcie z otwarcia tej instytucji. W wydarzeniu uczestniczył prezydent, ówczesny prezydent Instytutu Kocha, pan Bürger, oraz oprócz pani kanclerz Angeli Merkel, pan minister zdrowia Gröhe. Ein paar Worte nur kurz zur Infrastruktur, darüber möchte ich aber nicht zu viel Zeit investieren. Sie sehen, wir haben verschiedene Aufgaben. Wir beschäftigen uns eben nicht ausschließlich mit Infektionskrankheiten, so wie das Robert Koch getan hat, der aber auch schon ganz früh Hygienerichtlinien mitentwickelt hat und epidemiologische Untersuchungsmethoden etabliert hat. Er hat sehr viele Wissenschaftszweige bereits in die Zukunft transformiert, sondern wir beschäftigen uns auch mit nicht übertragbaren Krankheiten und etwas, das ist eine Besonderheit eines Bundesressortforschungsinstituts. Wir haben auch unabhängige Forschungsgruppen, das heißt Gruppen,
die thematisch zeitlich begrenzt an bestimmten Themen arbeiten und die dann entweder in die Organisation übernommen werden oder abgeschaltet werden und durch neue Forschungsgruppen ersetzt werden. Das ist das einzige Bundesressortforschungsinstitut, das eine solche Flexibilität aufweist. Szanowni Państwo, widzą Państwo na przezroczu pięć głównych przestrzeni tematycznych, które są podejmowane w Instytucie Kocha. Obok badań nad chorobami zakaźnymi, czyli czymś, co było właściwe dla samego Roberta Kocha, podejmujemy również badania nad chorobami niezakaźnymi. I co, proszę Państwa, jest bardzo istotne. W ramach organizacji wewnętrznej są powoływane dwie grupy, bardzo specjalne grupy, wyjątkowe dla tego Instytutu. Jedna grupa jest grupą projektową, druga grupa to grupa tworzona przez młodych naukowców. Jest to wielka innowacja i wielkie zdarzenie, ponieważ w żadnym innym instytucie niemieckim podejmującym podobne badania takich komórek nie ma. Pozwala to na wielką innowacyjność oraz na wielką, na dużą rotację pracowników, którzy mogą podejmować zupełnie nowe wyzwania.